Abermals sind wir entehrt. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich sind wir schon entehrt. Wir sind ja nicht mehr der Wächter der Kaiserin, der Leibwächter selbiger, sondern unser eigener Leibwächter und der Leibwächter von Emily Caldwin, der eigentlichen Kaiserin, die aber noch keine Kaiserin ist. Das hat seinen Grund, denn der Lord Regent Hiram Burrows, den wir gerade besuchen wollen, beziehungsweise zu dessen imstande sind und der in der Lage dessen sein zu tun wollen, wie auch immer, der hat was dagegen und das schmeckt uns natürlich gar nicht. Wir möchten die Gerechtigkeit wiederherstellen und genau das tun wir. Und wo tun wir das? Bei Dishonored, die Maske des Zorns. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Session. Fast genau auf den Tag, 2 Monate nachdem die letzte Session am 15.12.2013 aufgenommen wurde. Ja, ich hatte noch so einiges im Kasten, auf Lager, wie auch immer, auf der Festplatte und das habe ich jetzt nach und nach hochgeladen. Es ist noch nicht alles hochgeladen zu diesem Zeitpunkt, aber der Rest wird auch demnächst noch kommen. Und ich würde sagen, wir setzen fort, wo wir aufgehört haben. Und ich hoffe, er lädt jetzt wieder richtig. Oder ich muss wieder den Speicherstand suchen. Und er lädt nicht richtig. Juhu. Ach, ich liebe das. Aber das kennen wir ja, das Problem. Es ist ja auch nichts Neues. Es ist doch alles nichts Neues. Wenn ich schlau war, habe ich wieder am ersten abgespeichert. Ich glaube, das habe ich genauso schon mal in einer Folge erwähnt. Aber schauen wir mal. Ich habe so in etwa die Ahnung, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, das ist er nicht. Ups. Nehmen wir mal den zweiten. Das ist er auch nicht. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Juhu. Nehmen wir den dritten. Aber so sehen wir auch nochmal und so rufe ich mir selber auch gerade mal ein bisschen wieder in Erinnerung, wo wir überall waren. Das erkenne ich auch wieder. Ich glaube, ich muss mal mein Headset leiser machen, denn wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, nehme ich nicht mit meinem aktuellen Mikrofon auf, sondern mit meinem alten Headset, was ich davor benutzt habe. Das hat damit zu tun, dass ich gerade bei meinen Eltern residiere und damit ich auch hier ein wenig aufnehmen kann, wenn ich denn Lust habe, habe ich das mal mitgenommen. Das ist ja ganz am Anfang. Nein. Da kann es ja eigentlich nur der sein. So, wenn es der nicht ist, dann bin ich ein bisschen überfragt. Ich habe danach eigentlich wieder gespeichert. Und das ist der richtige. Genau. Hier haben wir aufgehört. Und ich muss auch erstmal wieder ein wenig mit der Steuerung klarkommen. Wie gesagt, 2 Monate nicht gespielt. Einer ist noch hier. Und der Tallboy da unten. Ja. Ich möchte mal eben nämlich was ausprobieren. Ich habe nämlich noch mal was rausgefunden. Und zwar haben wir ja diesen Doppelsprung. Und ich dachte immer, ich muss 2-mal auf die Leertaste drücken. Also 2-mal auf Springen. Aber es reicht, wenn man die gedrückt hält. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt in der letzten Zeit. Und ja, mein Ziel ist es jetzt eigentlich erstmal, den Kerl zu unohr, sagen wir mal, uns des Kerls zu entledigen. Wo lädt er denn jetzt, wenn ich jetzt auf Schnellladen drücke? Da bin ich ja mal gespannt. Ach doch, auch hier, okay. Ich könnte wahrscheinlich von hier dann auch da oben drauf. Aber
Sehr schön. So, ich könnte ihn da reinwerfen, aber ich glaube, dann ist er nicht mehr bewusstlos, sondern wird aufgefressen. Was jetzt nicht so pralle wäre. Ach, das war nicht für den Turm, das war für... Okay, jetzt hätte ich mir irgendwie auch denken können. Hm. Ein wenig leckt das Ganze hier noch. So, ich hoffe mal, das fällt jetzt nicht weiter auf. Es wäre ein bisschen doof. Jedenfalls haben wir auch mal ein bisschen mehr Ruhe hier. Das kommt uns ja auch sicherlich zugute. Hier können wir noch reingehen. Achso, ich bin jetzt schon wieder zu viel bei Thief, was ich ja auch mittlerweile wieder spiele. Thief Deadly Shadows, das hatte ich ja ein Jahr pausiert und das ist seit Anfang Februar, glaube ich, wird jetzt weitergeführt. Ups, und deswegen will ich nämlich immer, wenn ich Sachen aufnehme, die Maus betätigen, aber ich muss ja einfach nur Enter drücken. Ja, die verschiedenen Spielsteuerungen immer wieder herzerweichend. So, das war das. Aber ich glaube, sonst ist hier auch keiner. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, nicht gerade ratsam, durch den Haupteingang hier reinzugehen. Wenn ich mich recht entsinne, war da ein Eingang. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo konnte man... Ah, hier konnte ich zoomen, okay. Aber ich konnte doch zweifach zoomen, oder nicht? Ah ja, okay. Wie ihr seht, muss ich erstmal nochmal wieder hier komplett reinkommen. Wie komme ich denn jetzt? Komme ich hier nicht so oder hoch? Das Bild wackelt gerade so komisch. Sieht ihr das auch? Das Haus, als wenn das Haus atmen würde. Warum ist das so? Oder ist das so, wenn ich hier die, das ist mir noch nie aufgefallen. Wenn ich die Magie gerade also aktiviert habe, dann dehnt sich das Bild. Das soll wahrscheinlich so aus oder sowas ausdrücken, wie dass sich die Zeit und der Raum irgendwie dehnt. Ups. Upsala. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir hergehen. Und zwar hier oben. Hier dürfte eigentlich keiner mehr sein. Tatsache, denn soweit kann ich mich doch erinnern, da waren wir schon mal. Und zwar möchte ich ganz gerne hier hin, denn ich glaube, von hier kommen wir da hoch. Yep. So. Und ich muss wieder darauf achten, dass ich hier schleichend unterwegs bin und nicht zu auffällig. Ja. Also rein. Da ist er übrigens rechts. Der Lord Regent. Ich glaube, das da unten habe ich schon mal gelesen. Zum Anfang des Levels. Moment, das ist so eng. Da passt da denn ein erwachsener Kerl? Okay. Gut, wenn man keine Beine hat, dann passt man hier sicherlich her. Ups. Ihr Bericht, General Tobias? Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Es kann nicht schaden, erneut nachzusehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Es wäre wohl am besten, wenn Sie in Ihrem Schutzraum auf dem Dach bleiben würden. Ich brauche heute den Komfort meines Bettes. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Männer den Tower ausreichend sichern können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Ich gehe nach oben. Sichern Sie diesen Bereich und aktivieren Sie den Alarm, wenn es Ärger gibt. Ja, Sir. Ich weiß ja nicht, aber so ganz hat der Lord Regent, glaube ich, den Sinn einer
Videokonferenz oder einer Kamera nicht so verstanden, denn er stand mit dem Rücken zu ihr. Ja. Man kann man machen, so ist nicht, ne? Aber kann man mal machen. Ups. Ach, wir waren noch halb hier drin, deswegen waren wir auch so klein. Ah. Was haben wir denn hier? Nix. Dachte, hier könnte man rein. Schau. Das ist doch die letzte Scheiße. Na. Verkackte Seuche. Ja, ja, ja. Ratten, alles zum Kotzen hier. So. Na komm. Ist alles sehr hell hier. Scheint gut so zu sein. Ja. Auf jeden Fall sieht es ziemlich imposant aus. Ich meine, gut. Können wir mal gucken, wo wir hinkommen. Zum Außenbereich. Wo kommen wir denn da raus? Da müssten wir doch bei den Fischen rauskommen. Aber im Fischbecken doch, oder nicht? Hä, das passt doch gar nicht. Oder nicht? Eigentlich müssten wir hier bei dem Fischbecken zu der Seite zumindest rauskommen. Ah, okay. Ja, komm, raus. Okay. Also das wäre noch ein weiterer Eingang gewesen. Wie gesagt, hier gibt es ja immer verschiedene Optionen. Aber ich glaube, wir bleiben dann doch mal innen. Habe ich eigentlich den Timer aktiviert? Ich habe ihn hier liegen. Ja, habe ich. Und die erste Folge ist jetzt gleich auch schon wieder vorbei. So. Gerade hat das Spiel automatisch gespeichert. Da ist auch ein Hebel. Ich weiß nicht, was der macht. Ob das so ratsam ist, den zu betätigen. The Lord Regent. Okay. Ups. Wir machen das mal ein bisschen oldschool, ohne Magie. Wo geht denn der hin? Er hatte nur irgendwas, glaube ich, gehört, aber er hatte nicht wirklich gesehen, was hier los ist. So. Ups, nach wie vor ändert sich mein Spielmodus natürlich nicht in dem Sinne, dass ich möglichst nicht tödlich vorgehe. Ah, so, da ist so eine Art Balkon, da oben auch. Haben wir denn hier überhaupt? Hier haben wir die Sendezentrale. Gemächer des Lordregenten sind ganz da hinten. Die sind ja ganz nah dabei eigentlich sogar. Okay. Und er hat ja gesagt, er wollte nicht auf seinem Panic Room sein. Immer wenn ich das hier höre, muss ich immer an den gleichnamigen Film von David Fincher denken mit Jodie Foster und Forrest Whitaker und wer ist nicht alles noch dabei? Ach, wie hießen die, die auch hinterher in Twilight, glaube ich, mitgespielt hat hier? Die kurze. Kurze. Ihr wisst, wen ich meine. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, was schlimm ist, aber nicht zu vermeiden, ist, dass diese Folge endet. Und zwar hier und jetzt. Aber es wird weitergehen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich muss gerade überlegen, was ich jetzt so als Abschied sage. Egal. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.